Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Weltreporter. Trotz neuer Verhandlungsrunden, trotz Friedensbemühungen, der Krieg in der Ukraine geht weiter. Er produziert Leid und Trauer, aber auch Geschichten von Mitgefühl und Widerstand. Unser Chefreporter Steffen Schwarzkopf hat in Kiew ein ukrainisches Bataillon kennengelernt. Die Soldatinnen und Soldaten haben ihn mitgenommen in ihr Waffendepot, ihm und damit uns allen gezeigt, womit sie sich verteidigen. Anton ist Soldat in der ukrainischen Armee. Doch das gepanzerte Fahrzeug, in dem er jetzt sitzt, ist ein russisches. Erbeutet im Krieg. Genauso wie dieser Treibstofftransporter. Die russische Markierung wurde überpinselt, das ukrainische Logo draufgeklebt. Dutzende Fahrzeuge und Panzer, dazu hunderte Raketen, haben inzwischen den Besitzer gewechselt. Die kriegen sie zurück, und zwar aus der Luft, sagt der Kommandeur Juri. Die Panzerfahrzeuge behalten wir. Im Kellerbereich der Militäranlage befindet sich die Waffenkammer des Bataillons. Nicht ohne Stolz zeigt man uns, was man hat. Maschinengewehre, Unmengen an Munition, Scharfschützenausrüstungen. Das sind hier sozusagen die alten Waffen aus ukrainischer, aus russischer Produktion. Das Herzstück dieser Waffenkammern ist allerdings hier. Und das ist das, was die Soldaten deutlich wertvoller finden. Hier haben wir Panzerfäuste aus Deutschland, sagt Anastasia. Und berichtet, dass ein Großteil der 50 Waffen, die sie bekommen haben, an der Front im Einsatz seien. Damit würden ihre Kameraden russische Panzer ausschalten. Waffen aus Europa und den USA, sie machen den Kampf der Ukrainer gegen Russland ohne Frage erfolgreicher. Doch die Soldaten sind realistisch genug, um zu wissen, ein Sieg gegen den militärisch immer noch übermächtigen Feind ist in weiter Ferne. Und der Krieg wird an vielen Orten im Land ausgefochten. Auch 400 Kilometer weiter südlich in der Hafenmetropole Odessa bereiten sich ukrainische Truppen vor auf den Kampf gegen die russische Armee. Die Front ist nur rund 100 Kilometer weit weg. Unser Reporter Ibrahim Naber ist mit einem ukrainischen Soldaten von Odessa aus dorthin gefahren. Hier seine Eindrücke. Odessa in diesen Tagen. Die Hafenstadt im Süden der Ukraine gleicht einer Festung. Das Zentrum militärisch abgeriegelt. Alle bereiten sich auf einen russischen Großangriff vor, vom Meer und über Land. Wir sind mit Eugen verabredet, einem jungen Soldaten, der uns Richtung Front mitnehmen möchte. Nur 100 Kilometer östlich von Odessa, in der Stadt Mykolaiv, toben die Kämpfe. Cherson, noch weiter im Osten, fiel bereits unter russischer Kontrolle. Warum hat sich Odessa zu so einer Festung verwandelt? Es ist der wichtigste Hafen des Landes. Wir müssen ihn mit allen Mitteln verteidigen. Was erwartet russische Soldaten, sollten sie hierher kommen? Der härteste Widerstand ihres Lebens. Die Situation dort ist ernst, weil der Feind ständig versucht, uns anzugreifen. Als wir die Stadt verlassen, prangen auf Schildern die ersten Botschaften für Russlands Invasoren. Eugen ist Teil einer Brigade, die in Odessa stationiert ist. Eigentlich aber kommt der 30-Jährige aus Mariupol, der Stadt, die Putins Truppen in Schutt und Asche legen. Aktuell befindet sich meine Familie in Mariupol. Ich habe von ihnen seit dem 2. März nichts gehört. Ich versuche seit Tagen, sie zu evakuieren. Nach etwa 40 Minuten Fahrt die ersten Bilder der Zerstörung. Hier schlug in den ersten Kriegstagen eine russische Bombe ein. Doch die Brücke, sie hielt. Kurz darauf die ersten Rauchschwaden am Himmel. Kämpfe, die dort toben, nur ein paar Kilometer von uns entfernt. Ankunft am ersten Stützpunkt. Wir sollen keine Aufnahmen von außen zeigen, heißt es. Die Ukrainer fürchten, dass Russen ihren Standort lokalisieren. Erst am Vortag, erzählt Eugen, hätte eine russische Bombe in der Nähe mehrere Soldaten getötet. Die Soldaten teilen mit uns Essen, das ihnen Einwohner und lokale Restaurants fast täglich vorbeibringen. Es gibt Suppen, Eintöpfe und gefüllte Teigtaschen.
Einer der Soldaten, Ivan, möchte uns nach dem Essen unbedingt das bewaffnete Fahrzeug nebenan zeigen. Es geht weiter Richtung Meer. Die Soldaten wollen uns zeigen, wie sie den Strand vor einer russischen Invasion schützen. Es wurde viel über die russischen Kriegsschiffe in Odessa und hier gesprochen. Wie sieht die aktuelle Lage aus? Die Situation ist recht stabil. Manchmal können wir die Schiffe von hier aus sehen, aber eine Landung von ihnen käme aktuell einem Selbstmordkommando gleich. Wir sind bereit, auf sie zu treffen. Siegessicher geben sie sich alle hier, zumindest nach außen. Sie seien vorbereitet auf einen russischen Angriff, könnten Kriegsschiffe abschießen und sich auch gegen anrückende Truppen wehren. Das ist ein schweres Maschinengewehr. Es wird gegen leicht gepanzerte Fahrzeuge und gegen Infanterie verwendet. Man kann damit auch Helikopter abschießen. Auf dem Weg zurück zum Auto posiert ein Soldat mit seiner Waffe. Die habe ihm ein Freund mitgebracht, sagt er. Geschossen wird hiermit Made in Russia. Leben und Tod, Alltag im Krieg, in dem Soldaten wie Eugen so viele Menschen verlieren, die sie lieben. Selbst für mich als Soldat ist das eine Ausnahmesituation. Ich bin es gewohnt, Freunde zu verlieren, aber nicht in dieser Anzahl. Wir haben heute erlebt, unterwegs mit ukrainischen Soldaten, wie nah doch dieser Krieg, wie nah die Kämpfe tatsächlich sind. 60, 70, 80 Kilometer weiter draußen konnten wir am Himmel die Rauchschwaden sehen von Gefechten, von Explosionen in der Region Mykolaiv. Wir haben aber auch gesehen, dass die ukrainischen Soldaten immer noch einen sehr, sehr großen Optimismus haben. Sie glauben daran, dass sie gewinnen und sie sagen, wir konnten die russischen Truppen in den vergangenen Tagen schon zurückdrängen Richtung Cherson. Sie haben in Mykolaiv eben nicht die Oberhand, wir haben hier die Kontrolle und solange Mykolaiv steht, ist auch Odessa zumindest auf dem Landweg erstmal sicher. Aber wie lange währt diese vermeintliche Sicherheit noch in Odessa? Die Frage stellt sich auch die dortige jüdische Gemeinde. Viele wollen nicht warten auf die Angriffe der Russen. Sie sind bereits geflohen. Viele tun es jetzt noch. Unser Reporter Michael Wöhnweber hat aber auch mit einem Holocaust-Überlebenden gesprochen, der bleiben will. Er will das Trauma der Flucht nicht noch einmal erleben. Wir sind verabredet mit Roman Schwarzmann, 84 Jahre Vorsitzender des Vereins der Holocaust-Überlebenden von Odessa. Aus den Händen des Bundespräsidenten erhielt er das Bundesverdienstkreuz. Während wir ihn interviewen, heulen draußen die Sirenen, Fliegeralarm. Jetzt organisiert Schwarzmann mit den Exodus der jüdischen Gemeinde aus Odessa. Schwarzmann ringt mit der Fassung. Когда мне было 4 года, войну развязала фашистская Германия. Als ich 4 Jahre alt war, war es das faschistische Deutschland, das den Krieg anfing. Heute ist es das faschistische Russland. Hitler ist Faschist Nummer 1, Putin Faschist Nummer 2. Heulende Sirenendetonationen, sie haben das nicht mehr ausgehalten. Sie wollten einfach nur noch weg. Mitglieder der jüdischen Gemeinde Odessa, auch Afanasia, ihr Mann, wird in Odessa bleiben. Abschied. Alle haben geweint, nicht geschlafen. Ich fahre mit 3 Kindern. Wir machen das nur ihretwegen. Ja, ich bin froh, sagt der Mann, dass sie gehen, dass ich sie überzeugen konnte, zu fahren. In den vergangenen Tagen aber wurde es am Bahnhof ruhiger. Züge für die Evakuierungen gibt es nur noch vereinzelt. Die Zuversicht steigt, dass Odessa verschont bleiben könnte. Unsere Verteidigungslinien sind sehr gut. Wir sind bereit zu kämpfen. Der Kommandeur des Oblast Odessa verbreitet Zuversicht. Aber wir könnten zusätzlich gut noch mehr Waffen gegen Flugzeuge und Panzer gebrauchen. Zuversichtlich ist Roman Schwarzmann nicht. Trotz Angst und Verzweiflung aber will er bleiben. Sie töten Kinder. Und um jederzeit in den Bunker laufen zu können, schlafe ich immer in meinen Sachen, sagt er unter Tränen. Sie haben entschieden, sicher in Sicherheit zu leben. Vor ihnen liegen 2301 Kilometer bis Aachen. Dort werden sie von Glaubensbrüdern und Schwestern erwartet. Und wir schauen in die Ukraine nach Lviv. Und dazu geschaltet unsere Chefmoderatorin Tatjana Ohm. Tatjana,
Du warst lange Kriegs- und Krisenreporterin, zuletzt aber ausschließlich hier im Studio. Wie ist es für dich jetzt wieder da draußen zu sein? Ja, es ist vor allen Dingen auf so einer menschlichen Ebene nochmal erschreckend eigentlich. Als ich vor 30 Jahren, also jetzt in diesem Jahr sind es genau 30 Jahre, meine journalistische Karriere begonnen habe, ging es für mich los im Krieg in Bosnien, in meiner Heimat. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin auch immer relativ fassungslos, dass wir 30 Jahre später mit all dem, was wir jetzt wissen und was wir können und wo wir auch stehen, auf, in so vielen Bereichen, allen Ernstes wieder einen Krieg hier auf europäischem Boden haben, in dieser Art und Weise einen echten Angriffskrieg, der aus purem Machtkalkül und ich glaube von ganz vielen noch nicht wirklich verstandenen Gründen geführt wird. Und das ist schon sehr, sehr merkwürdig, muss ich sagen. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite vom Journalistischen her ist es natürlich schon so, dass man eine Verantwortung auch hat und ich das auch so ein bisschen als ein Privileg empfinde, hier dabei sein zu dürfen, weil es ist, wie die Briten ja so sagen, History in the making, hier passiert Geschichte. Und da als Journalistin mit vor Ort sein zu dürfen, das ist schon besonders. Es ist besonders, aber auch besonders herausfordernd. Wie funktioniert man da? Wir kennen beide die Perspektive, die Bilder am Monitor zu sehen, zu kommentieren. Das ist manchmal ja schon schwer. Wie funktioniert man da draußen, wenn man das Leid so unmittelbar auch mitempfinden kann? Ja, ich glaube, solange wie man unterwegs ist und zum Beispiel ein Interview führt, ich hatte vor ein paar Tagen hier Gelegenheit, mit einem deutschen Kapuzinermönch zu sprechen, der sehr, sehr intensiv erzählt hat und sehr berührend Schilderungen, wie er eben junge ukrainische Soldaten in den Krieg verabschiedet, die voller Angst vor ihm stehen und weinen. Ja, das ist ein so ein Moment, wo man dann, während man das Gespräch führt, schon auch mal kurz am Schlucken ist. Oder auch, wenn man hier in der Innenstadt zum Beispiel unterwegs ist und du erkennst die Flüchtlinge, ne? Du siehst es in den Gesichtern, dass da was passiert ist, dass sie Dinge gesehen haben und erlebt haben, die kein Mensch sehen und erleben sollte. Du siehst es an den großen Taschen, an den Koffern und an diesem Verlorensein im Prinzip, was man ihnen einfach ansieht, dass sie wirklich verloren sind im Moment. Und während du arbeitest, ist es eigentlich, kann man das wegpacken? Muss man, glaube ich, auch, weil sonst geht das ja nicht. Ne? Du musst ja eine gewisse Distanz wahren zum, ich sage ganz vorsichtig, Objekt der Berichterstattung. Ja, in diesem Fall sind es eben natürlich Menschen. Und dann aber, wenn du hinterher im Zimmer sitzt oder auch mal mit den Kollegen noch mal über den Tag sprichst, dann ja, da kommt schon mal ein bisschen was hoch. Und dann muss man das aber auch zulassen, dass das hochkommt. Ne? Das muss man dann auch aushalten, weil sonst kannst du nicht weitermachen am nächsten Tag. Also den Schmerz, den man selber vielleicht auch durchaus empfindet, auch das Mitgefühl, während du mit den Menschen sprichst, während du die Interviews führst, vielleicht nicht. Aber hinterher, glaube ich, muss man das schon zulassen, weil die Psyche das sonst nicht allzu lange mitmacht. Das arbeitet bestimmt auch noch weiter dann nach der Rückkehr. Ich würde dich gerne mal noch mal den Vergleich ziehen lassen. Wenn du jetzt schaust, wie ändert sich oder hat sich Kriegs- und Krisenberichterstattung verändert im Vergleich zu damals, als du angefangen hast? Weil ich kann mir vorstellen, gerade durch Social Media, durch Falschmeldungen, ist da noch mal ein ganz anderer Druck dahinter? Es ist ein anderes Arbeiten, ein intensiveres Arbeiten, weil du viel, viel mehr gucken musst, was ist die Quelle der Information, was ist die Quelle der Bilder, die du bekommst. Kannst du es überhaupt zurückverfolgen? Ja, es gibt ein Beispiel, das jetzt so die letzten Tage hochgeploppt ist nochmal. Es hat in Sarajevo damals im Krieg in den 90er Jahren zwei ganz schwere Massaker gegeben, Granateneinschläge auf dem größten Markt der Stadt. Und da gibt es ein fast schon ikonisch zu nennendes Bild, ein wahnsinnig grausames Bild. Ein junger Mann, der getötet wurde durch Splitter dieser Granate und dessen Körper über einer Brüstung hängt. Und man sieht, er ist tot und um ihn herum liegen auch andere tot. Das ist, wie gesagt, ein fast ikonisch zu nennendes Bild. Jeder, der damals das bewusst erlebt hat, weiß eigentlich auch, wo dieses Bild hingehört. Das ist aber ein Bild, was jetzt zum Teil verwendet wird von sogenannten Fälschern im Prinzip, die damit zeigen wollen, wie eben angeblich im Donbass Menschen gequält wurden, unter anderem. Also so taucht dieses Bild dann auch mit einmal wieder auf. Und das zeigt aber nur, wie unfassbar vorsichtig man sein muss. Das ist das eine, die Fülle an Quellen, die es halt damals überhaupt noch nicht gab, Anfang, Mitte, auch Ende der 90er in der Form noch nicht. Und das andere, was mich aber auch so ein bisschen fasziniert, ist einfach die veränderte Technik. Wir stehen jetzt also hier, senden live in die Sendung rein und wir brauchen dafür keinen großen Übertragungswagen. Wir brauchen dafür, SNGs nannten die sich ja früher, wir brauchen einen kleinen Rucksack, wo die ganze Technik drin ist, die wir brauchen, und eine Fülle an SIM-Karten,
Und das war's. Mehr braucht's heutzutage nicht mehr. Und das ist schon faszinierend. Das gibt einem halt auch die Möglichkeit, schnell zu reagieren, um irgendwo ganz schnell hinzukommen und wirklich dann auch schnell die neuesten Nachrichten transportieren zu können. Aber das ist schon sehr faszinierend auch. Und viel mehr als so einen kleinen Rucksack haben die Menschen, die ihr dort trefft, oftmals auch nicht. Tatjana, vielen Dank für die Schilderung. Pass gut auf dich auf. Und nicht nur Tatjana Ohm ist für uns in Lviv, auch unser Reporter Max Hermes berichtet seit Tagen schon von dort aus. Im Westen der Ukraine, wo zwei Welten aufeinanderprallen. Viele Helfende kommen an, auch aus Deutschland, und versuchen irgendwie zu unterstützen, solange Lviv noch als relativ sicher gilt. Und für tausende Geflüchtete aus den Kampfgebieten ist der Ort erst einmal ein neues Zuhause. Nadja empfängt mich unweit ihres neuen Zuhauses. Die 39-Jährige, nach tagelanger Flucht mit ihren drei Kindern aus dem zerbombten Mariupol entkommen. Seit dem 6. März hatte sie weder Strom noch Wasser oder Handyempfang. Überall in der Stadt tobten die Kämpfe. Mein 5-jähriger Sohn fragte mich, warum müssen wir uns den ganzen Tag lang verstecken und warum fallen ständig Schüsse? Ich sagte ihm, dass das feierliche Schüsse seien und dass das alle gerade so machen würden. Ich tat so, als sei das alles ein Spiel. Um so den Krieg in der Welt des 5-Jährigen möglichst klein zu halten. Wie die Erinnerung an die Kälte, weil sie nicht heizen konnten, und das, was auf den Straßen nach den Bomben zurückblieb. Am Anfang gab es noch Fahrzeuge, die rumgefahren sind, um Leichen aufzusammeln, aber später hat das niemand mehr gemacht. Umherstreuende Hunde, die hungrig waren, haben die Leichen angenagt. Überall in der Stadt lagen menschliche Überreste herum. Putin, sagt mir Nadja, sei ein Tier. Niemand habe ihn gebeten, herzukommen. Er und seine Soldaten sollten einfach verschwinden. Weil das nicht so schnell passieren dürfte, braucht das Land Unterstützung. Unterstützung von Menschen wie Theo. Der 18-jährige Ukrainer studiert Politikwissenschaften in München. 2 Tage vor Kriegsbeginn reiste er in seine Heimat, im Gepäck eine Mission. Ich wusste, bevor ich in die Ukraine gekommen bin, wusste ich, dass es eine Möglichkeit von einem Krieg gibt. Und ich wollte unbedingt in der schweren Zeit zu Hause sein im Land und soweit es geht helfen. Zunächst bringt er seine Mutter und die kleinen Geschwister außer Landes. Jetzt hilft er dabei, Material für die Armee zu beschaffen. Grundsätzlich brauche ich einfach nur einen Laptop, um zu arbeiten, und dann leiten wir die ganzen Autos und LKWs in die Region, wo die Sachen gebraucht sind. Er wolle so lange in der Ukraine bleiben, wie er gebraucht werde, versichert mir Theo. Nadja versucht sich jetzt in Lviv von den Kriegserlebnissen zu erholen. Sie zeigt mir ein Video aus Tagen, als das Leben in Mariupol noch unbeschwert war. 1,5 Jahre ist die Aufnahme alt. Sie will mit ihren Kindern auf jeden Fall in ihre Heimatstadt zurückkehren, falls das irgendwann möglich ist. Und Mariupol ist die Stadt, die bislang am schwersten getroffen ist, auch weil es den russischen Truppen gelungen ist, die Menschen dort einzukesseln. In Kiew haben sie das nicht geschafft. Im Nordwesten der Hauptstadt, in Irpin, konnten ukrainische Truppen und freiwillige Kämpfende große Teile der Stadt zurückerobern und die russischen Soldaten zurückdrängen. Für die Einwohnerinnen und Einwohner eine Chance, den zerstörten Ort zu verlassen und sich in Sicherheit zu bringen. Unser Chefreporter Steffen Schwarzkopf war vor Ort. Es ist eine Evakuierung unter Beschuss. Noch immer sind Menschen in Irpin eingeschlossen. Diese ältere Frau wird von freiwilligen Kämpfern aus der Stadt herausgebracht. Die Zerstörung bis an den Stadtrand sichtbar, während die Kämpfe weiter toben. Sie erzählt uns von den Zuständen in Irpin. Verwundete, die nicht in Sicherheit gebracht werden können. Granaten, Schüsse, kein Wasser, kein Strom. Dann beginnt sie zu weinen. Das ist ihre Nachbarin, deren Ehemann ist zu schwach, um herausgebracht zu werden. Die Hoffnung liegt auf der ukrainischen Armee, die laut eigenen Angaben inzwischen 80% der Stadt kontrolliert. Die ukrainischen Soldaten berichten uns, es seien noch ungefähr 3000 russische Soldaten in der Stadt. Und das deckt sich auch ungefähr mit dem, was wir von Einwohnern hören, die jetzt hier die Stadt immer noch verlassen. Bill hat die gesamte vergangene Woche in Irpin gekämpft. Der 26-jährige Ex-US-Soldat war Teil einer internationalen Einheit. Diese Bilder hat er uns zur Verfügung gestellt. Er hat uns gebeten, seine Identität zu schützen.
Es gab dauerhaften Artilleriebeschuss 24 Stunden am Tag, Scharfschützen überall, die russischen Panzerfahrzeuge in ständiger Bewegung. Ich war auch in Afghanistan, aber das hier war wirklich intensiv. An einem, sagt Bill, habe es nie gemangelt, Waffen. Wir hatten Kalaschnikows, Granatwerfer, panzerbrechende Waffen aus britischer Produktion, Scharfschützengewehre, Mörser und Massen an Munition. Bill reist nun in die USA zurück, sagt er, zu seiner Familie. Andere ausländische Freiwillige kommen hingegen weiter ins Land, um Seite an Seite mit den Ukrainern zu kämpfen. Die Ukraine ist im Kriegsmodus. Theater, Kunst und Kultur wirken da scheinbar deplatziert. Aber die Kunst kann auch helfen. Sie kann helfen zu verarbeiten, sie kann Hoffnung geben und so etwas wie Alltag möglich machen. Unser Reporter Michael Wöhlenweber über Kunst im Krieg und Kunst über Krieg. Ich bin auf dem Weg zu einer Ausstellungseröffnung in einem Odessa Souterrain. Erprobung heißt die Bilderschau. Der Krieg als Prüfung. Düster die Stimmung. Diese Bilder entstanden noch vor dem Überfall. Jetzt wirken sie wie eine Prophezeiung. Das war immer wieder ein wachsendes Gefühl der Angst in mir, der Vorahnung, dass etwas Schlechtes auf uns zukommt. So Vitali Misjukowitz, ein weißrussischer Künstler, der in Odessa im Exil vom Krieg überrascht wurde. Dieses Bild heißt Asche und Elena, die Organisatorin, erklärt. Diese Bilder stehen für Mariupol, Sumy, Gastome, Kharkov. Zerstörung, Verzweiflung, der Krieg, das ungläubige Entsetzen in die Gesichter gezeichnet. Unschuldige Kinder, die nicht verstehen, dafür umso mehr leiden. Dieses Bild habe ich nach einer Woche Krieg gemalt. Das ist eine Darstellung von dem, was wir gefühlt haben. Die Angst, aber auch der Glaube, dass wir gewinnen werden. So Elena. Kunst zur Motivation, nicht nachzulassen, durchzuhalten. Kunst im Dienste der Einheit der Ukraine. In dem Sinn erklärt mir Valeri Juchimuk eines seiner Lieblingswerke. Dies ist der letzte Blick aus dem Bullauge eines sinkenden russischen Kriegsschiffs auf die Stadt Odessa, freut sich Valeri. Die Ausstellung soll noch erweitert werden und so die Hoffnung nach dem Krieg, nach dem Sieg auch in Berlin gezeigt werden. Mehr als 4 Millionen Menschen haben die Ukraine bereits verlassen. Nur wenig können sie mitnehmen. Auch Haustiere oder Nutztiere müssen bei der Flucht oft zurückbleiben. Im polnischen Grenzort Przemyśl kümmert sich eine gemeinnützige Organisation um verletzte und um verlassene Tiere aus der Ukraine. Und unser Reporter Daniel Koop zeigt Ihnen ihre Arbeit. Das ist Saschka. Die kleine Ziege kommt aus der Ostukraine. Was ist denn medizinisch das Problem? Saschka wurde einen Tag vor Kriegsbeginn geboren. Er hat bei Bauern in der Ukraine gelebt, dann hat der Krieg begonnen. Der kleine Mann wurde mit gebrochenen Beinen abgegeben. Saschka ist hier in der Tierklinik der ADA Foundation in Przemyśl versorgt worden. Die gebrochenen Beine wurden geschient. Er braucht viel Aufmerksamkeit und hat ständig Hunger. So what do you think, what would have, was wäre mit Saschka passiert, wenn er nicht hier hingekommen wäre? Saschkas Besitzerin kommt aus der Ostukraine. Die Familie hat viele Tiere. Sie hat uns gesagt, er hätte nie überlebt, wenn sie nicht mit ihm nach Polen geflohen wäre. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, ein bisschen verliebt habe ich mich jetzt hier schon in den kleinen Mann. Das kann man, glaube ich, nicht anders sagen. Und es ist wirklich bewegend, wie sich die Menschen hier in dieser Klinik rund um die Uhr, um die vielen Tiere kümmern. Ah, jetzt ist er gleich an meinem Mikrofon hier auch ein bisschen am Nagen, hat wahrscheinlich ein bisschen Hunger. Also das ist wirklich bewegend, was hier gemacht wird. Es sind mehr als 300 Tiere, um die man sich hier kümmert. Auch eine Realität dieses brutalen Krieges ist, dass viele Tiere verletzt werden. Diese Hündin, sie heißt Vira, übersetzt Vertrauen, wurde während eines Gefechts angeschossen. Wir schauen in viele verängstigte Augen. Die Mitarbeiter in Przemyśl kümmern sich um mehr als 60 Vierbeiner aus der Ukraine. Manchmal rufen uns die Besitzer an. Sie wollen ihre Haustiere wiederholen, aber viele von ihnen sind jetzt in anderen Teilen von Polen oder auch in Deutschland.
Wir haben aber auch Tiere, da meldet sich niemand mehr. Und wir müssen dann versuchen, die Tiere anders unterzubringen. Dr. Radoslav Fedaczynski und sein Team stellen sich darauf ein, dass sie sich noch um viele hunderte weitere Tiere in den nächsten Wochen aus der Ukraine kümmern werden. Die Besitzerin von Saschka ist mit einem Versprechen weitergefahren. Wenn alles vorbei ist, so hat sie gesagt, dann wird sie die kleine Ziege wieder zu sich holen. Soweit von uns hier bei Weltreporter. Wenn Sie die Beiträge noch einmal sehen wollen oder auch weitere Geschichten von unseren Reporterinnen und Reportern, dann gehen Sie auf welt.de/mediathek. Machen Sie es gut. Tschüss.